Grüß euch, da ist der Peter Bartl und ich möchte euch heute etwas über meine persönliche Königsdisziplin berichten, und zwar Racing. Raceboards sind meist recht schmal, schnell und kippelig. Um eine gute Position beim Racing zu halten, brauchst du eine Grundspannung im Bein- und Gesäßbereich. Das heißt, du bist in den Knien leicht gebeugt, hast eine gute Spannung und drückst die Knie leicht nach außen. Achte darauf, dass das Board mittig im Wasser liegt und nicht nach links oder rechts wippt. Durch die Grundspannung in den Beinen kannst du das Board stabil halten und auf Kurs halten. Wenn du Seitenwind oder Welle hast oder Strömung, die dich zur Seite drückt, kannst du mit Gegenkanten agieren. Wenn du das Board auf einer Seite nach unten drückst, fährt das Board zur gegenüberliegenden Seite. Diese Technik funktioniert nur bei Raceboards mit Kiel. Beim Racing arbeitet man zu 99% mit dem Basisschlag. Deshalb ist es extrem wichtig, den Basisschlag perfekt zu machen und vor allem auch den Wechsel. Der Paddelwechsel hilft dir, Zeit zu sparen. Achte dabei darauf, dass das Paddelblatt nach dem Wechsel vorne in richtiger Position ins Wasser kommt. Beim Basisschlag achte darauf, dass das Eintauchen, das sogenannte Catch, sanft passiert. In der Zugphase steigert sich der Druck vom Rumpf über die Arme und lässt langsam nach. Im Bereich der Ferse lässt der Druck nach und das Paddel wird aus dem Wasser geholt und in der Rückholphase wieder nach vorne gebracht und vorne erneut beim Catch eingesetzt. Achte beim Eintauchen, beim sogenannten Catch, darauf, dass der Oberarm gebeugt ist. Je mehr Beuge du im Oberarm hast, desto weiter vorne sticht das Paddel ein. Der effektivste und wichtigste Schlag beim Umdrehen an einer Boje ist der sogenannte Crossbow-Turn. Der Crossbow-Turn wird von den meisten Racern in verschiedenen Rennen eingesetzt. Achte beim Crossbow-Turn darauf, dass du tief in die Knie gehst und das Paddel auf die andere Seite des Boards bringst und mit der Onside dann Richtung Board ziehst. Dein Board sollte sich möglichst knapp an der Boje befinden, um zu vermeiden, dass dich innen jemand an der Boje abdrängt. Auf der anderen Seite angekommen, setzt du einen Bogenschlag dran. Gute Paddler, versierte Paddler verwenden auch im Rennen einen Offset-Turn. Dabei gehen sie meist im Surf-Stance an Bord zurück und drehen das Board mittels Bogenschlag. Meistens setzen sie ein bis drei Bogenschläge an der Boje, um eine 180-Grad-Drehung durchzuführen. Man achtet darauf, dass man möglichst schnell wieder nach vorne aufs Board kommt, in die Mitte des Boards, um normal weiter paddeln zu können. Der Profi-Tipp: stützt dich beim Vorführen des Paddels mit der Offside am Wasser ab.